Pantarei. Aus dem Griechischen frei übersetzt heißt das, alles fließt. Ein ziemlich ungewöhnlicher Name für ein Forschungszentrum für Leichtbauwerkstoffe. Außergewöhnlich ist auch das Gebäude. Entworfen von Architekten der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus, scheint die Halle mit großen Fensterfronten und elegant geschwungener Hülle selbst zu fließen. Pantarei steht aber auch für Bewegung in der Forschung. Hier werden schon heute Werkstoffe und Fertigungstechnologien für den Leichtbau von morgen und übermorgen entwickelt. Für Produkte, die uns allen nützen. Im Flugzeug, im Automobil, in der Medizin und in der Energietechnik. Leichtbau ist nicht nur eine Frage von leichten, aber dennoch robusten Werkstoffen. Leichtbau erfordert auch innovative Gestaltung und clevere Konstruktionen sowie ausgereifte Fertigungs- und Fügetechniken. Und dies nicht zuletzt zu einem bezahlbaren Preis. Die vier geschäftsführenden Gesellschafter des Pantarei tragen gemeinsam mit ihren engagierten Teams und ihren Kooperationspartnern aus der Wirtschaft die Forschungsaktivitäten des Zentrums. In ihren Laboren spüren die Forscher die Geheimnisse leichter Werkstoffe auf und gehen den kleinsten Baustein mit modernster Technik auf den Grund. Elektronenmikroskopie kann Strukturen im Nanometerbereich sichtbar machen. Diese Nanostrukturen sind verantwortlich für die besonderen Eigenschaften der Leichtbauwerkstoffe. Hohe Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Und das alles bei geringem Gewicht. Nanostrukturen können auch die Oberflächen von Leichtbauwerkstoffen grundlegend verändern und sehr wirkungsvoll schützen. Mit neuartigen Beschichtungsverfahren werden spezielle Schichten hergestellt, die fast so hart sind wie Diamant und gleichzeitig eine feste Verbindung mit dem Bauteil eingehen. In solchen funktionalen Schichten ist es wichtig, dass jedes Atom am richtigen Ort sitzt. Mit Hilfe der sogenannten Photoelektronenspektroskopie werden hochempfindliche Analysen durchgeführt, die die Anwesenheit von unterschiedlichen Atomen, aber auch deren Bindungen untereinander verraten. Die Cottbuser Forscher können aber nicht nur messen, wo Atome in Schichten sitzen, sie können diese auch kontrolliert beeinflussen. Ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung im Korrosionsschutz, der Halbleitertechnologie, der Solarzellentechnologie und der Qualitätskontrolle. Die Prüfung von Hochleistungswerkstoffen gehört natürlich auch zum Repertoire der Pantarei. In speziell entwickelten Prüfständen werden sie auf Herz und Nieren getestet, damit sie im Einsatz zuverlässig ihre Aufgaben erfüllen können. Für die Entwicklung innovativer Schmiedetechnologien verfügt das Pantarei über eine große Isothermpresse. In Europa steht weder im industriellen noch im wissenschaftlichen Bereich ein weiteres Aggregat dieser Art zur Verfügung. Damit hat das Pantarei ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Materialforschung. Dies ist eine gute Basis für den Wissenstransfer und ermöglicht es zudem, hochspezialisierte Dienstleistungen für Firmen anzubieten. Aluminiumschäume sind leichter als Wasser und sind daher ein idealer Leichtbauwerkstoff. Anwendungen sind Bauteile für die Fahrzeugindustrie, wie beispielsweise Frontmodule für Schienenfahrzeuge, Bauteile für den Automobilbau oder auch Bauteile für Kräne. Unter Einwirkung von Wärme geht das aufschäumbare Aluminium auf wie ein Kuchen. Die Cottbusser Wissenschaftler erforschen die Umformung von großen, gekrümmten Strukturen. Diese stellen besondere Anforderungen an die Herstellungstechnologie. Strukturierte Bleche sind bis zu 8-mal steifer als glatte Bleche. Sie haben daher ein großes Potenzial, um Bauteile leichter zu machen. Das Umformen und Fügen solcher Halbzeuge ist aufwendig und bislang nur wenig erforscht. Eine Herausforderung für die Cottbusser Wissenschaftler. Digitale und wärmearme Schweißeinrichtungen erlauben eine sichere und verzugsarme Verarbeitung dünner Halbzeuge aus Aluminium- und Magnesiumlegierungen. Auch Strukturbleche können gefügt werden. Neue Hochleistungsverfahren wie das Unterpulverschweißen erweitern die anspruchsvollen Verbindungstechniken für hochfeste Baustähle. Wie fest und sicher sind die Bauteile nach der Fertigung?
Diese Frage beantworten die Untersuchungen in einem speziellen Simulations- und Prüfzentrum. An kleinen, aus den unterschiedlichen Bereichen des Bauteils entnommenen Proben lassen sich einzelne Fertigungsschritte wie das thermische Schneiden, Umformen, Fügen, Wärmebehandeln und Beschichten exakt simulieren und die verbleibende Festigkeit untersuchen. Die Herstellungstechnologie für Bauteile mit hohen Sicherheitsanforderungen kann so schnell und kostengünstig optimiert werden. Kleinste prozessbedingte Härteveränderungen und mögliche Fehler werden vollautomatisch von einer Härteprüfanlage erfasst und flächenhaft dargestellt. Eine wichtige Voraussetzung für die Überprüfung der Qualität von Schweißverbindungen. Leichtbauwerkstoffe und Fertigungstechnologien. Das sind Schlüsselkompetenzen von heute und morgen. Für Umweltschutz trotz Mobilität, für Sicherheit und Zuverlässigkeit trotz geringen Gewichts und für Erschwinglichkeit trotz Hightech. Auf dem Campus der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus widmet sich das Forschungszentrum für Leichtbauwerkstoffe Pantarei diesen wichtigen Zukunftsaufgaben. In Verbünden mit der Industrie- und Forschungseinrichtungen sowie in der Zusammenarbeit mit regionalen kleinen und mittelständischen Unternehmen ist Pantarei ein bewährter Partner. Pantarei. Mehr also als nur ein außergewöhnlicher Name, sondern als ausgewählter Ort 2008 im Wettbewerb Deutschland Land der Ideen ganz besonders eins. Der Ort für Forschung und Entwicklung im Bereich Leichtbauwerkstoffe, Made in Cottbus.